Grüß Gott, liebe Pfaffenhofnerinnen, liebe Pfaffenhofner. Heute hier aus dem Festsaal anlässlich der Kulturförderpreisverleihung 2019. Die 26. Seit 1993 gibt es diesen Kulturförderpreis, damals eine Anregung des Kulturreferenten Max Penger. Mittlerweile haben wir schon viele unterschiedliche Künstlerinstitutionen ausgezeichnet. In diesem Jahr war der Preisträger Markus Ostermeier, ein junger Schriftsteller aus dem Ortsteil Tegernbach. Der steht kurz vor der Vollendung seines Erstlingswerks, Der Sandler. Der Roman wird im nächsten Herbst erscheinen. Heute hat er uns erste Auszüge daraus vorgetragen. Es gilt: Das Schlimmste, was man beim Handaufhalten tun kann, ist, tatsächlich die Hand aufzuhalten. Da muss was dazwischen. Ein Hut, ein Kaffeebecher oder ein Stück Pappe, das auf dem Boden liegt. Es muss einen Unterschied geben zu den Handlungen an der Kasse, Ware gegen Geld. Und selbst da zählt Karl es lieber ins Schälchen, nie direkt. Der Rest ist kein Hexenwerk. Hinhocken, stieren, fertig. Andere sollen es ruhig anders machen, aber mit ihren Ratschlägen sollen sie sich zurückhalten. Der Egon macht den Clown mit seinen Weiberklamotten, rosafarbenes, bauchfreies T-Shirt, wo es über der Brust glitzert, in Form eines Schwans. Egon sagt, sich zum Deppen machen funktioniert. Fußgänger können ihn so schon von Weitem sehen, sie müssen nicht so tun, als ob sie gerade an was Wichtiges denken. Dieses T-Shirt ist eine Befreiung. Karneval das ganze Jahr. Markus Ostermeier ist in 25 Jahren erst der dritte Schriftsteller, der von uns ausgezeichnet wird. Und das scheint mir bemerkenswert. Bisher waren es immer im Wechsel fast immer Künstler, Musiker, Bildhauer, Maler. Und ich finde die Idee, die kommt ja vom Stefan Kopetzky, dass wir den Markus Ostermeier jetzt auszeichnen, ganz, ganz hervorragend. Denn der verspricht viel. Ich habe Auszüge aus seinem Roman gelesen und war sofort begeistert. Da war nichts Aufgesetztes, nichts Verlogenes. Da war so viel Authentizität, die sich natürlich erklärt, weil er selber in dem Milieu, über das er schreibt, gearbeitet hat. Nämlich in der Bahnhofsmission und da Tag für Tag mit solchen Leuten zusammenkam. Und das spürt man. Das spürt man bei der Lektüre des Romans. Eine distanzierte Sprache, die doch packt, einen mit hineinnimmt, im wahrsten Sinne mit hineinnimmt in die Atmosphäre. Und was mir besonders gefällt, dieses scharfe Gegenbild zur oft verlogenen Münchner Schickeria, das hier geschildert wird. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich den Kulturförderpreis der Stadt Pfaffenhofen bekommen habe. Ich war auch sehr überrascht, dass, als ich den Brief im Postkasten hatte. Das hat mich sehr gefreut und das war eine sehr schöne Veranstaltung im Festsaal. Und das Thema, das ich jetzt im Roman behandle, ist ja vermeintlich eher ein großstädtisches Thema, Obdachlosigkeit, aber ich habe gehört, dass auch in Pfaffenhofen das Problem, ich weiß das auch noch aus meiner Kindheit und Jugend, dass es hier natürlich auch Leute gibt, die auf der Straße oder in Wohnheimen übernachten. Und es ist also, ich habe versucht, einen Roman zu schreiben, der diesen Leuten auf Augenhöhe begegnet, weil das macht man im normalen Leben normalerweise nicht. Man ist froh, wenn man dran vorbeigegangen ist und wenn man nicht zu sehr damit konfrontiert ist. Ich hoffe also, dass sich trotzdem viele Leute trauen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn der Roman dann im Herbst nächstes Jahr 2020 bei einem Verlag aus Hamburg, Osburg Verlag heißt der, rauskommt. Und ich würde mich freuen, wenn viele Pfaffenhofener und Pfaffenhofenerinnen das Buch kaufen würden.